Und weiter geht's mit The Great War Western Front mit den Mittelmächten. Auf Veteranen! 1916 Spielstart. Wir sind im Juni. Es geht voran. Mal gucken, also bis 11. November, also bis November 1918, Ende des Ersten Weltkriegs, schaffen wir es bestimmt nicht. Das wäre, wie gesagt, auch so enttäuschend, wenn dann einfach heißt, ja, Zeit abgelaufen, länger geht der Erste Weltkrieg nicht, tut mir leid, hast das verspielt. Und dann gewinnt, oder wenn einfach nur der gewinnt mit den meisten nationalen Willen, das wäre auch irgendwie doof. Ich hoffe, es geht einfach weiter. Okay, Montmorency will nochmal angegriffen werden. Immer noch peinlich. Ich könnte es nicht mal auswürfeln, selbst wenn ich es wollte. Wir pumpen weiter rein. Zum x-ten Mal wird das jetzt eingenommen. Wir kennen die Kamelle schon. Jetzt wünsche ich fast wirklich, ich könnte mal die Panzer dazu mit einsetzen. Ich meine, nächste Runde werde ich zumindest die Unterminierung freischalten. Ah, bei der Unterminierung bleibt halt wirklich langfristig ein Krater. Das heißt, ich könnte da wirklich so eine Stelle schwächen. Das könnte, gut, für Verdun wäre das gut und für Paris vielleicht dann auch. Aber jetzt bei Montmorency habe ich jetzt eh nur noch 2 Sterne, die fehlen. Verstärkung macht Meldung. Verstärkung bereit. Wir sind eingetroffen und warten auf Befehle. Wir kommen wohl zu spät. So, mal schön alle hier verteilt. War es schon immer so breit, die Front hier? Melde mich zum Dienst. Die haben auch gar nicht mehr so viele Gräben, kann das sein? Vielleicht schade, wenn es nochmal weniger werden würden. So. Ich weiß doch gar nicht, ob ich wirklich beide Ballons brauche. Aber ich glaube, ich mach's einfach. Ja, wisst ihr was? Wir greifen mal von links an zuerst. Ja, halt, ich glaube, ich mach den da in den Ballon. Ballon-Didong. Das ist natürlich die Frage, ob diesmal Flugzeuge, letztens waren keine da. Da habe ich umsonst Jäger geschickt. Mal gucken, wie es diesmal ist. Verstärkung bereit! Verstärkung macht Meldung! Verstärkung bereit! Gefechtsbereit! So, das sind die ganzen Sturmtruppen quasi. Mehr brauche ich erstmal gar nicht. Aber ich hätte gerne. Da war's. Ja, leichte Artillerie. Bleiben wir mal bei der Aufstellung, dass wir. Hier die leichte aufstellen, hier hinten noch schwere. Da rein. Dann noch ein kleines bisschen extra Infanteriereserve. Und ab geht die Party. Wenn die Leute wirklich die Wahrheit kennen würden, wäre der Krieg morgen vorbei. Aber natürlich kennen sie nicht und dürfen sie nicht wissen. Alles klar. Ich bin immer vorsichtig, wenn jemand von der Wahrheit TM eingetragene Marke spricht. So. Seid bereit, Jungs! Auf Feuerwalze vorbereiten! Bereit für Feuerbefehle! Feuert auf diese Stellung! Für bereit Feuerwalze einladen! So, dann hätte ich mal gern ein paar Flugzeuge, um die Artillerie auszuschalten. Für Bombenangriff beladen. Ich hoffe, dass 2 Bomber erstmal reichen. Bodenziele aufmunitionieren. Wie viel habt ihr eigentlich noch an Gräben? Da sind noch ein paar Grabensysteme, aber es ist nicht die Welt. Hier drüben war auch schon mal schlimmer, muss ich ganz ehrlich sagen. Oh, Hallöchen. Halt, 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 halt. Stopp, stopp, stopp. Alles, was fliegt, ist ein Ziel für uns. Oh Gott, das könnte richtig nach hinten losgehen, mein armer Bomber. Nein! Verteidig den Bomber, schnell! Oh, die bleiben zum Glück hier. Meine Güte. Bin ich froh, dass ihr so dumm seid. Oh, jetzt mal so richtig zurückschießen hier. Attacker! Wir haben die Überzahl. Dass sie halt so ein Kurzzeitgedächtnis haben. Dass die vergessen haben, dass da drüben noch ein Flieger ist. Also erst wenn er wieder vor der Nase ist, dann so, weil ein Flieger. Genau, hol ihn dir. Schnapp ihn dir, Tiger. Ha, erwischt, bevor er das Schlachtfeld verlassen hat. Sehr schön. Oh, 90 Punkte. Ach ja, stimmt. Der feine Herr.
Ah, sehr schön. Die Bomber gehen jetzt mal hier drauf. So, jetzt macht mal ein bisschen hinne. Schaut so seltsam aus, wie die fliegen. Wie so ein Papierflugzeug. Ein bisschen zu starken Wind. Okay, lass mal die noch ein paar Angriffe machen. Die dürfen gerne ein bisschen ausbluten. Die müssen doch schon längst pleite sein, dass die immer noch auffüllen können die ganze Zeit. Das wundert mich. Ich muss irgendwann auch mal die Flugplätze erforschen. Für Stellungsbekämpfung auf Munitionieren. Okay, das hat schon mal geholfen und da wurde auch nochmal drauf gebombt. Das könnte ganz gut was werden. Hier sind noch einige Stellungen. Die möchte ich gerne noch loswerden, bevor irgendwas passiert. Schwere Bomben laden. Und wisst ihr was? Hier drüben mache ich auch mal gleich ein. Für Bombenangriff beladen. Dann würde ich mich soweit eigentlich ganz wohl fühlen, wenn die meisten dieser Stellungen weg sind. Okay. Noch eine Granatwerferstellung zerstört. Dann höchstwahrscheinlich noch die hier, ne? Die Bomber fliegen wahrscheinlich auch einfach nur so wild durch die Gegend. Die haben gar kein festes Ziel. Die fliegen einfach nur irgendwann sehen die dann auf kurz auf 10 Meter Radius. Ach Mensch, da ist ja was, da könnte ich drauf schießen. Ich wette, so funktionieren die. Von daher müssen wir den so loswerden. Okay, ab geht's. Warten auf Befehle. Wir sind unterwegs. So, ein bisschen Artillerie hat der Gegner leider noch. Oh mein Gott, oh Gott. Wir haben noch die hohe Spieltempo drin gehabt. Feuerwalze befohlen. Feuerwalze einleiten. Ladet sie nach. Diese Position mit Sperrfeuer belegen. Bereit für Befehle. Kann ich das Sperrfeuer nochmal einstellen, bitte? Ich würde gerne nochmal kurz ein kleines bisschen... Halt! Okay, ist ganz gut, das Sperrfeuer war. Woher hast du jetzt... Habt ihr so viel Schaden genommen? Wahrscheinlich die Granatwerferstellung. Komm, du musst jetzt noch restlich weg. Okay, warten wir noch mal ein kleines bisschen. Mannschaften bereit! Bereit für Befehle! Wir halten hier! Wir haben neue Befehle! Wisst ihr was, ihr geht jetzt mal alle rüber. Auch die normalen Soldaten. Seid bereit, Jungs! Sperrfeuer! Wir befohlen haben unsere Ziele für Feuerbefehle! Ladet sie nach! Granaten für leichte Sperrfeuer! Positionen vorbereiten! Die anderen müssen bereit bleiben. Neue Befehle! Wir halten hier die Stellung! Warten auf diese Befehle! Diese Stellung gehört uns! Nice! Wir müssen diese Stellung halten! Wir bereit! Feuerwalze laden! Feuert auf diese Stellung! Achtung! Die Generäle wollen diesen Abschnitt haben! Oh, die können trotz Unterdrückung schießen, oder wie soll ich das verstehen? Nur mit euch, nutzt die Unterdrückung. Das Ding geht mal gestürmt. Feuer! Nicht ihr, nicht die sollen feuern, wir sollen feuern. Verdammte Unterdrückung. Jetzt stürmen die rein, das sollen die doch gar nicht. Ja gut, dann stimmt rein. Ja gut, dann stimmt rein. Ich bin zufrieden mit dem Ergebnis. Achtung, bereit an der Linie!
Stellung! Nach hinten! Bereit für Befehle! Alle zurückziehen! Wir haben neue Befehle! Okay, zeitlich sind wir noch ganz gut dabei. Ich würde mal weiter Stellungen fokussieren. Seid bereit für Feuerwalze! Feuert auf diese Stellung! Okay. 1, 2 Grenadiere. 1, 2 Polizei, 3, 4 Grenadier. Verstärkung macht Meldung. Ach, ich dachte schon, ich habe einen Panzer jetzt wieder gesehen. Gut. Neue Befehle gehen hier. Eigentlich sollten Angriffe hier gar nicht mal so schlecht sein. Hier die Stellung. Ich müsste bloß bis hier vor. Warten auf Befehle. Diese Stellung gehört uns. Wir müssen diese bisschen den toten Winkel nutzen. Die Generäle wollen diesen und schauen. Diese Position mit Sperrfeuer belegen. Ladet sie nach. Positionen vorbereiten. Sperrfeuer befohlen. Feuerwalze Mannschaften bereit für leichte Sperrfeuer. Achtung! Leiter unterdrücken, bitte. Bitte weiter werfen, die Unterdrückung müsste vorbei sein. Ihr dürft gerne werfen. Was macht ihr denn? Ich hab dir noch nicht mal gesagt, die sollen reingehen. Das war ein bisschen gewastet. Aber gut, die macht trotzdem viel Schaden im Grabenkampf. Das müssen wir ja wirklich sagen. Zumindest habe ich mir schon mal ein Handtuch da reingelegt. Nach guter deutscher Tradition. Feuerwalze vorbereiten! Feuerwalze! Mannschaften bereit! Feuerwalze! Feuerladen! Bereit machen! Wir halten hier! Wir halten hier so rüber. Keine dummen Ideen. Nicht in irgendwelche Gräben gehen. Daneben stehen und Granaten werfen, bitte. Ihr wollt ja nicht von innen. Bereit für Befehle. Ja, also, geht doch. Und jetzt rein in den Graben und Ruhe geben erstmal. Sehr schön. Damit können wir doch was anfangen. Damit können wir arbeiten. Wir haben neue Befehle. Diese Stellung gehört uns. Wir gehen zurück. Warten auf Befehle. Wir müssen diese Stellung halten. So. Diese Stellung gehört uns. Hier arbeiten wir uns am besten weiter vor. Egal wie wir kommen, ich müsste eigentlich fast alles unterdrücken hier. Warten auf Befehle. Wir müssen diese Stellung bereit machen. Wir müssen diese Stellung bereit machen. Jawohl. Achtung! Wir halten hier. Bereit für Befehle. Wir halten hier die Seid Stellung. Bereit, diese Position Jungs. Mit Sperrfeuer belegen. Wir haben unsere bereit Ziele. Für Feuerbefehle. Ladet sie nach. Sperrfeuer befohlen. Feuer! Positionen vorbereiten. Granaten für Feuert leichte Sperrfeuer Stellung. Neue Befehle gehen ein. Okay, ab geht's. Nutzt das Zeitfenster. Grenadier Power aktivieren. Ich habe das Gefühl, das braucht zu lange, dass die da sind und effektiv greifen können. Aber egal, wenn es ganz knapp nicht hinhaut, ist es nicht ganz so schlimm. Hier können wir nochmal nachsetzen. Und hier könnte ich rein theoretisch mit schwerer Arti nochmal reinschießen. Weiter vor, sehr gut. Sehr gut. Position bestätigt.
Die schießen auf die falschen Ziele. Und jetzt gehen die wieder in den Graben. Oh Mann. Na gut, wir haben genug Schaden angerichtet. Nur mal ein bisschen Sperrfeuer, dass die keine Granaten auf mich werfen. Na, ist alles gut. Dann ist der Spaß eigentlich geschafft. Dann holen wir uns noch das hier restlich. Und dann sind wir zeitlich gut dabei. Achtung! Bewegt euch! Bereit machen! Ausrücken! Diese Stellung gehört uns! Okay, da kommen Gegenangriffe. Bitte alles vorbereiten. Achtung! Wir sind unterwegs! Auf der Feuerstufe bereit machen! Wir haben neue Befehle! In Stellung gehen! Neue Befehle gehen ein! Wir gehen zurück! Ich werde jetzt auch nochmal einen guten Teil Infanterie mit zur Front ziehen. Warten auf Befehl. Jetzt aber im Laufschritt. Und da dann. Holen wir noch ein bisschen normale Infanterie. Das ist eher leistbar gerade. Auf Feuerwalze vorbereiten! Die Grenadiere bitte ein bisschen ausdünnen. Hier. Ja, noch was. So, die lassen sich gerade schön erfüllen. Vorsicht, nein! Gerade die Grenadiere, die sind teuer! Okay, jetzt hier sind wir zurück und macht gut durch den frischen Trupp. So, da eine schöne Großoffensive und das sollte eigentlich wunderbar funktionieren. Acht ausrücken! Wie viele Grenadiere haben wir noch? Zwei Trupps. Neue Befehle gehen ein. Warten auf Befehle. Ob die alles so schnell säubern können? Wir haben jetzt alle Stellungen ausgeschaltet, ne? Das ist super. Super. Ja, dann spare ich den Rest wirklich und sage, das wird jetzt eine groß angelegte Offensive. Wir haben neue Befehle. Diese Stellung halten. Wir haben neue Befehle. Allem, was wir so haben. Achtung! Die müssen erst noch ankommen. Beide Grenadiertrupps hätte ich auf jeden Fall gerne. Als Speerspitze. Dann wird da ein großer Fläche. Oh, so große Fläche geht gar nicht. Ich sag, mit Nebelgranaten habe ich keine so guten Erfahrungen. Das hier könnte knapp reichen. Ja, das sollte reichen, dass ich zumindest hier das machen kann. Hier wird es schwieriger. Und mit der könnten wir da unten machen und mit der dann da oben. Und die kann ich eh nicht reinschießen. Neue Befehle gehen ein. Warten auf Befehle. Wir müssen diese Stellung halten. Bereit machen. Wir halten hier. Der Besonderes kommt hinterher. Wir halten hier die Stellung. Großer Sturm. Ein Sturm zieht auf. Seid bereit, Jungs. Granaten für leichte Sperrfeuer laden. Bereit für Feuerbefehle. Für Sperrfeuerwalze laden. Ladet sie nach. Sperrfeuerwalze befohlen. Auf diese Positionen vorbereiten. Diese Position mit Sperrfeuer belegen. Feuerwalze einleiten. Okay. Im Schutzfeuer rein da und rein mit den Granaten vor allem. Gib der Renade ihre Granate. Jawohl, 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 jawohl. Und weiter gleich, weiter gleich, weiter gleich.
Oh, da hinten ist noch eine Maschinengewehrstellung. Uncool. Aber das lief gut. Das lief sehr, sehr gut. Du hast denn hier noch viel mehr Trupps. Ach du Scheiße. Ah, okay. Gut, nehme ich an. Passt. Weil ich würde jetzt nur sehr viele Verluste noch machen, zu versuchen, die Maschinengewehrstellung zu stürmen und jetzt auch noch Ressourcen ausgeben. Da bin ich froh, dass ich mir diese 166 noch gespart habe. Es ist jetzt nicht bis zum letzten Tropfen wie letztes Mal. Oh ja, das war wieder ein sehr eindeutiger Sieg. Kampfmoral leitet auf jeden Fall vom Gegner. Was die an wieder Auffüllungskosten haben. So viel nehmen die doch gar nicht pro Runde rein. Das ist doch... Kannst dir keinem erzählen, dass die das noch sich leisten können. Könnte ich eigentlich jetzt... Jetzt müsste ich doch eigentlich unterminieren können, ne? Beziehungsweise nicht. Warte, jetzt ist doch... Das war jetzt die neue Runde. Jetzt müsste ich die neue Runde machen können, genau. Und hoffen, dass der Gegner nicht angreift. Chatillon. Oh, ich werde angegriffen in Cézanne. Ne, hier, doch in Châtillon. Das, was er da ausgespäht hat. Okay, dann verteidigen wir das mal. Endlich mal eine Defensive. Ist eine Weile her. Brauch mal Zeit, dass ihr mich mal besuchen kommt, ey. Immer muss ich hier auswärts bis jetzt gehen. 600 Nachschub, das ist schon... Uff. Ich will ja nicht sagen erbärmlich, aber irgendwo erbärmlich. Mal kurz aus Interesse. Artillerie. Leichte Artillerie. Ne, das ist schon schwere. Leichte Artillerie schießt gar nicht so weit. Selbst wenn er die relativ weit vorne aufgestellt hat, der kann gar nicht so weit damit schießen. Wenn ich meine Verteidigungslinie eher ein bisschen weiter hinten aufbaue, kann der mich gar nicht so stark unterdrücken. Und dann vielleicht ein bisschen stärkere Kampfgräben. Ich versuche mal, meine Strategie ein bisschen zu ändern. Und meine Verteidigung etwas weiter nach hinten zu verlegen. Habe ich wirklich gesagt, okay, von mir aus hier. Dann da unten. Dann noch hier. Die werden dann alle noch ein bisschen aufgewertet. Sogar, ich bräuchte eigentlich nicht mal das hier. Ich schaue einfach wirklich, dass die Posten hier so weit halten und der Gegner da nicht großartig mit Artillerie bomben kann. Die Verbesserungen sind schon ein bisschen heftig. Könnte er mich rein theoretisch hier beschießen mit leichter Art hier oder auch mit schwerer? Ja, ein bisschen, zumindest wenn er sich die ganzen in der Front aufstellt. Kann doch sein, dass es total katastrophal fehlschlägt, meine Idee hier. Aber dann ist das so. Jetzt klingt, ich mache mir wirklich die frontalen Gräben ein bisschen besser. Auch besser Artilleriebeschuss standhalten. Das Problem ist, wenn die Frontalgräben stärker sind, dann hat der Gegner natürlich auch den Vorteil, wenn er die einnimmt. Melde mich zum Dienst. Verstärkung macht Meldung. Deswegen müssen die dann auf jeden Fall geholt und gehalten werden. Geholt und gehalten, bitte was? Ganz unverhohlen. Am Gräben holen. Schauen wir mal, was wir am Ende noch an Ressourcen übrig haben, wenn ich jetzt überall Truppen verteile. Melde mich zum Dienst.
Verstärkung macht Meldung. Wir haben überall noch so die ein oder andere Backline zum Besetzen. Das wäre mal so ein Fall, wo ich jetzt auch mal so einen Graben machen würde. Und hier auch. Verstärkung bereit! Ich sag Maschinengewehre oftmals ja nicht so die Wucht. Weil werden wir oftmals immer viel zu oft von Bombern zerstört, von Artillerie unterdrückt. Die kommen irgendwie nie dazu, das zu tun, was sie sollen. Und das ist zu Maschinengewehren. Getroffen und warten auf Befehle. Hier ist ein bisschen toter Winkel, aber da müssen die erstmal gescheit durchkommen. Wir kommen wohl zu spät zur Party. Melde mich zum Dienst. Einfach nur sehr viel Infanterie. Dann noch ein bisschen Reserve. Und von mir aus eine. Ich muss mir überlegen, eine schwere oder eine leichte? Eine leichte Unterdrückung natürlich für Gegenangriffe, aber schwere, um dann wieder so einen Posten auszuradieren. Klingt nicht schlecht. Machen wir mal. Okay, ab geht's. Die Welt wird zu einer Irrenanstalt, die von Irren geleitet wird. Also quasi eine Anti-Irrenanstalt. Das ist die einzig wahre Irrenanstalt. So, ich könnte rein theoretisch ein bisschen Luftunterstützung holen, um Artillerie auszuschalten. Beziehungsweise ich könnte das erstmal nutzen, um Bomber oder Jäger auszuschalten. Kommandosoldatenkompanie. Was sind Kommandosoldaten? Und wenn es so eine spezielle Spezialsturmtruppeninfanterie ist, Kommandosoldaten, frage ich mich, warum habe ich die nicht? Gerade die Deutschen waren für die Sturmtruppen bekannt. Wir haben nichts, was irgendwie einen Sturm. Gut, okay, wir haben Grenadiere, aber irgendwie, ich weiß nicht, das ist nicht das Gleiche. Ich bräuchte wirklich so spezielle, ähnlich wie Elite-Infanterie, soll es noch so speziell designierte Sturmtruppen geben, finde ich. Für die Deutschen. Naja. Man kann ja mal fragen, ne? Ich bin eigentlich echt froh, dass die... Stell dich mal vor, die Gegner würden aktiv Belagerungsartillerie einsetzen. Wisst ihr, wie lästig das wäre? Ich glaube, das habe ich schon mal erwähnt. Ey, wenn gleich zu Beginn mir irgendwas zerschossen wird, das wäre nicht lustig. Bomber für schwere Bodenziele. Komm, jetzt einfach mal mit einem Bomber. Auch wenn ich es vielleicht bereue. Ja, okay, alles klar, natürlich, ja, sicherlich. Ui, das hält sich echt gut in Grenzen. Ja, okay, wird gut geschossen. Jäger, bitte macht euer Jägerding. Ihr könnt euch einfach gegenseitig ignorieren. Bomber, du kannst dich auch einfach abschießen lassen. Ist alles okay, natürlich. Wir haben unsere Stellung verloren. Oh mein Gott. Nein, der Bomber wurde echt abgeschossen. Oh, das sind so viele Ressourcen quasi. Ich dachte, ich krieg vielleicht wirklich mal ein bisschen was. Aber jo, die Front hält echt gut. Ich meine, da ist ein Panzer. Soll übrigens auch gegen Panzer ein bisschen besser helfen. Aber der Bomber von denen hat zum Glück nichts großartig zum Bebomben. Immerhin das. Ah, wie es mein Bomber halt echt nicht geschafft hat. Das ist echt, das ist lästig. Aber scheint mir echt so, als könnte die Artillerie, die Artillerie nicht da hinten hinschießen. Das ist nice. Aber ich kenne Artillerie, die er hinschießen kann. Kenne ich sogar beim Vornamen. Okay, das ist so eine Art Rauchgranate. Das könnte gemein werden. Aber er ist selbst unterdrückt hier. Weil die Grenadiere können trotzdem gefährlich werden.
Hier, der kann jetzt, glaube ich, nur noch mit Bereichsfeuerwalze angreifen, wie es aussieht. Zurück nach hinten! Wir sind eingetroffen und warten auf Befehle. Okay. Ladet sie nach! Schön, dass sie meinen tollen erweiterten Graben. Also stimmt, den kann ich ja schwer. Müsste wirklich die zweite Reihe zu verbesserten Gräben machen, nicht die erste. Die Gegner, die eingenommen haben, haben die alle Vorteile von dem Graben. Er kann trotzdem hier reinbomben. Aber die hinteren Reihen können immer noch schießen. Alles wird gut. Schaden könnte aber trotzdem besser sein. Die kamen nicht zum Glück nicht weiter. Oh Gott, da sind jetzt noch Panzer unterwegs. Da habe ich gar nicht mehr so viele Linien zur Verteidigung, wie mir lieb wäre. Wir haben neue Befehle. Bewegt euch. Wir müssen los. Okay, der Panzer ist auch weg. Wir haben jetzt wirklich diesen Punkt schon eingenommen. Na gut, das ist das Problem, wenn ich mich so ganz am Rand da aufgestellt habe, ne? Warten auf Befehle. Das hinten sind nur Grenadiere. Ich kann da eigentlich rüberstürmen. Wir kommen wohl zu spät zur Party. Ja, ich lasse lieber mit der Artillerie. Hol lieber mehr Infanterie ran. Gehe ich einmal so rüber und hol mir mal die Punkte hier zurück. Das hier tut einfach weh. Ich könnte jetzt annehmen, oder ich könnte ablehnen versuchen, J zurückzunehmen. Ich habe halt fast keine Ressourcen mehr. Ich müsste bloß versuchen, das noch zu stürmen. Ich lehne ab. Ich versuche jetzt, die Stellung hier zurückzuholen. Ich vertreibe jetzt noch die Alliierten, die noch sich hier festgezeckt haben. Bitte eine etwas kürzere Marschkolonne. Oh, klettern die raus? Nee, hä? Okay. Ach, die haben hier drauf schießen wollen. Oh, die kommen raus. Ja, nice. Das macht das Ganze ein bisschen einfacher. Dann kann ich nämlich den Punkt zurückholen. Weil das lasse ich euch nicht. Das könnt ihr mal schön vergessen. Ich hätte gerne Y zurück. Er darf auch gerne noch mehr Ressourcen verschwenden und verpulvern. Bei seinen tollen Offensiven. Die Grenadiere werden ein bisschen ekliger. Dann würde ich sagen, machen wir einfach mal einen Zangenangriff und holen von beiden Seiten die Stellung. Können nicht überall gleichzeitig hingrenadieren. Oh, die würden. Oh, die konnten echt nichts machen. Ja, geil. Nix macht er da. Nix. Ja,
Ja, das sind nach wie vor Grenadiere und die sind verdammt, die können sich echt festzecken hier in den Stellungen. Jetzt kommen die halt echt nochmal mit Infanterie nach, das darf ja echt nicht wahr sein. Los, schießt sie weg! Ich sag bloß, es zählt weiterhin als erobert. Ihr wollt mich doch verarschen. Gebt mir sofort Y zurück! Wir haben neue Befehle. Diese Stellung gehört Warten uns. Auf Befehle. Ah, sehr gut. Bereit machen. Wir müssen diese Stellung halten. Das lasse ich euch nicht. Es sah zwischenzeitlich wirklich bedrohlich aus, vor allem als er mit dem Panzer durchgestoßen ist. Aber so ging das jetzt. Ich glaube, jetzt ist auch der Saft raus. Wisst ihr was? Wenn ich jetzt noch die Angeschlagenen zurücknehme, dann spare ich ja auch noch. Dann spare ich eigentlich wieder ein bisschen Versorgung. Wir halten hier. Hä? Ach so, weil die jetzt einfach mit ein paar Infanteristen dahin kommen. Das tut dann auch gleich einfach resetten. Ich glaube, die haben auch nicht mehr die Ressourcen, um mich zu beschießen, groß. Oh, weil ja wieder die nächsten kommen. Okay, wenn ihr unbedingt noch mehr einen Fleischwolf werfen wollt. Ich glaube, die haben wirklich keine Ressourcen mehr für Artillerie hier. Die schicken jetzt einfach noch, was sie haben. In dem Fall wäre es natürlich interessant, mal abzuspähen, ob ich da was erreichen könnte mit einer Gegenoffensive, aber die haben bestimmt noch was in den Gräben und ganz ohne Support und ohne Ressourcen. Wird das eklig? Es gibt doch keinen Wald, bei dem ich ausspähen könnte, ne? Nicht wirklich. Ne, das wäre, glaube ich, wirklich eher Selbstmord. Ich muss da wirklich weiter vor. Okay, nächst, wenn ich sowas mache. Ich kann gerne ein bisschen weiter vorne aufstellen, alles. Bereit machen! Angriff! Achtung! Wir haben neue Befehle! Wir haben neue Befehle! Warten auf Befehle! Bereit machen! Feuer! Wählt eure Ziele! Achtung. Wir haben neue Befehle! Alle Mann zurückziehen! Okay, ich bin glücklich. Kontrollpunkt erobert, plus 800. Gefällt. Jetzt können wir Feuer einstellen. Oh ne, ich kann mich nur ergeben. Okay, dann lasse ich die Zeit noch ablaufen. Wir haben neue wir Befehle! Hier die gibt jetzt keinen Grund zum Hetzen. Bereit an der Linie! Warten diese auf Befehle! Diese Stellung gehört uns! Wir müssen los! Ich würde jetzt aber gerne mal spähen, ob hier irgendwo noch was ist. Ich kann mir vorstellen, dass er auch Stellungen aufgebaut hat und so. Das ist bestimmt nicht alle einfach nur Halligalli hier. Ich meine, er kann keinen Nachschub mehr holen, aber es bringt mir auch nichts. Wir müssen diese Stellung halten. Ausrücken. Wir sind unterwegs. Hi. Aua, warum? Warum zur Hölle wurde ich da gerade so aufgerieben? Die dürfen dieses Gelände nicht bekommen. Haben die so einen hohen Bonus auf ihre normale Infanterie? Oder war gerade irgendwie Geländenachteil oder sowas? Ich dachte, ich schlage mich da besser. Ah ne, ich glaube, mit dem Gegenangriff wird das nicht. Wegen ihrem blöden Ballon wussten die auch, dass ich komme. Wir müssen diese Stellung halten. Achtung, an die Linie! Da das hier jetzt das Kräfteverhältnis ist. Für mich haben wir... Ach, stimmt, das steht ja sogar da. Aktuelle Anzeige ist also aktuelle Anzeige der Siegestufe. Ein kleiner Sieg. Ja, was bist du denn für ein kleiner Feiner? Bleibende Einheiten. Ja, der hat immer noch genug Einheiten übrig. Wenn er sich jetzt noch richtig eingegraben hat. Ich glaube nicht, dass das was wird. Wir halten hier die Stellung. Ja, nee. Da sind noch jede Menge Stellungen. Ausrücken. Ihr könnt nach Hause gehen. Alle zurückziehen.
Ganz ohne Aufklärung und ohne Ballon wird es eh schwierig und es gibt keinerlei Wald zum Schutz. Wir verlassen jetzt einfach die Zeit ablaufen. Außer wir könnten... Oh, will ich nochmal irgendwo mit der... Nee, das bringt es nicht mehr, Artillerie reinzuschießen. Das würde ich nur machen, wenn ich irgendwas kaputt bekommen würde. Aber ich könnte ja nur rein theoretisch zweimal schießen. Das würde nicht reichen für irgendwas. Nö, lass mal die Zeit zu Ende laufen. Würde ich mal sagen, gibt es einen kurzen Schnitt. Ich gehe mal kurz aufs Klo und wir sehen uns gleich wieder. Ich hoffe, ich komme nicht zurück ins Alles eingenommen. Dann bis gleich. Okay, oder ich gehe nicht aufs Klo und wir nehmen einfach das Feuereinstellen an. Weiß nicht, jetzt nochmal auf Ablehnen gedrückt hätte, hätte sich der Timer nochmal resettet. Das wäre ja verrückt. Eine Schelmerei wäre das. So, kleiner Sieg, oder? Der wurde mir versprochen. Oh, ich habe sogar einen normalen Sieg bekommen. Jo, geil. Boah, 200. Und ich habe ja eigentlich müsste ich da wirklich mit Plus rausgegangen sein, ne? Ich müsste da mit Plus rausgegangen sein, was Vorräte angeht, weil ich habe ja eigentlich... Au, jetzt habe ich mich angestoßen am Tisch. Autsch. Ich müsste... So, richtig Ellenbogen gegen. Ich müsste ja eigentlich nur meine Standardvorräte haben, das heißt, ich habe keine extra Vorräte mit in den Schlag genommen. Das heißt, ich verliere nichts und ja, ich habe einfach 200 bekommen. Ja, das ist geil. Ihr könnt mich gerne ein bisschen häufiger so angreifen. Und... Das war jetzt keine Aufruhr. Okay, alles klar, alles klar. Aber hier verteidigen wir dann bei der nächsten Folge wieder, würde ich sagen. Ich glaube, das ist dann was fürs nächste Mal. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal bei der nächsten Verteidigung von Châtillon. Bis dahin, bye bye.